Was geht ab, Leute? Gleich werde ich das Video zum iOS 14 Update und wie das Ganze deine Retargeting-Ads bzw. Remarketing-Ads, wie auch immer ihr es nennen wollt, beeinflusst. Aber vorher wollte ich euch hier nochmal diesen krassen Winterausbruch zeigen, den ihr wahrscheinlich noch gar nicht gesehen habt und auch nicht bei 10 Millionen anderen Menschen in der Insta-Story. Gern geschehen dafür. Aber wie gesagt, darum soll es jetzt gar nicht in dem Video gehen, sondern darum, wie Retargeting-Ads durch das iOS 14 Update beeinflusst werden. Sprechen wir darüber, aber nicht hier, sondern hier. Geil. Wollte ich schon immer mal machen. Also Retargeting, das wird den meisten von euch ein Begriff sein. Man holt die Leute ab, die bereits mal mit jemandem, mit einem interagiert haben. Ja, wenn ein User zum Beispiel auf deiner Webseite war, dass du diesen Leuten deine Werbeanzeige immer und immer wieder ausspielst. Und ich sage ja auch immer, Retargeting-Ads sind die wichtigsten Ads. Oder Retargeting ist das wichtigste Targeting, weil du hier eine warme Audience hast. Und eine warme Audience ist mehr gewillt, bei dir zu kaufen, mehr gewillt, sich bei dir einzutragen. Weil man sagt ja auch, ein User braucht 7 Berührungspunkte mit dir oder deinem Produkt, bevor er kauft, bevor er sich einträgt. Ja, und wenn du dann durch Retargeting diese Leute immer und immer wieder abholst oder noch mehr Vertrauen aufbaust, ja, dann ist das natürlich wertvoll für dich und für dein Unternehmen. Deswegen sind Retargeting-Ads ja an sich die wichtigsten Ads. Auf der anderen Seite, wie gesagt, haben wir das iOS 14 Update, das einfach dafür sorgt, dass iOS-User das Tracking ablehnen. Das heißt, wenn jetzt jemand zum Beispiel auf deine Webseite kommt, dass, wenn derjenige das abgelehnt hat, dass Facebook nicht tracken kann, was passiert da auf deiner Webseite? Was das angeht, werde ich jetzt nicht tiefer ins Detail gehen. Dazu habe ich bereits ein Video gemacht. Findest du unterhalb des Videos in der Videobeschreibung. Hier wird es jetzt wirklich um das Thema Retargeting und iOS 14 gehen. Bevor wir darauf zu sprechen kommen, gib dem Video gerne mal einen Daumen hoch, lass ein Abo da, damit du keine weiteren Videos zum Thema Facebook Ads und Marketing generell hier auf diesem Kanal verpasst. Also, ich bin hier schon mal in der Custom Audience, weil, du erstellst ja eine Custom Audience für dein Retargeting. Und hierbei gibt es 2 wichtige Punkte zu beachten. Einmal die Facebook-Quellen. Und ja, deine Quellen. Ne? Aber gehen wir erstmal auf die Facebook-Quellen ein. Denn alles, was auf Facebook passiert, ist vom iOS 14 Update nicht betroffen. Heißt, wenn du jetzt zum Beispiel Retargeting für ein Video machen willst, also du hast eine Video-Ad gemacht und sagst jetzt, okay, die Leute, die das Video zu 75% angeschaut haben, denen möchte ich jetzt meine Werbeanzeige wieder ausspielen. Ja, kein Problem, kann ganz normal gemacht werden. Lead-Formular, auch ganz wichtig, Leute, die zum Beispiel aufs Lead-Formular klicken und sich aber nicht eintragen, kannst du auch wiederum durch Retargeting-Ads abholen und das ist davon von dem iOS 14 Update nicht beeinflusst, weil wie gesagt, alles was auf Facebook passiert, ist davon nicht betroffen. Aber deine Quellen sind davon betroffen und hierbei geht es nicht um die Kundenliste. Kundenliste ist meiner Meinung nach davon auch nicht betroffen, weil du hier einfach zum Beispiel eine E-Mail-Liste hochlädst. Und Offline-Aktivitäten sowieso nicht, das ist hier dann, wenn jemand in den Laden kommt oder Anrufe und so weiter. Sondern es sind, wie gesagt, diese beiden Punkte, einmal Website und App-Aktivität. So, das ist dann natürlich im ersten Moment erstmal nicht ganz optimal, wenn jetzt ein iOS 14-User da das Tracking ablehnt und dann auf deine Webseite kommt und du den dann nicht tracken kannst, wenn er zum Beispiel etwas in den Warenkorb legt und du kannst da kein Retargeting nutzen. Wie du es trotzdem machen kannst, verrate ich dir gleich, aber erstmal zu 2 wichtigen Punkten. Und zwar erstens, und das sage ich ja auch immer und immer wieder, es betrifft natürlich nur die iOS 14, es betrifft natürlich nicht die Android-User, sondern es betrifft nur die iOS 14-User und davon auch nur die, die das Tracking ablehnen. So, jetzt sagen viele Facebook-Advertiser, okay, 70%, 80%, 90% werden das Tracking so oder so ablehnen, weil sie darauf keinen Bock haben. Ich glaube nicht, dass so viele das ablehnen werden. Ich glaube, es werden... Ich habe jetzt keine Glaskugel, ich kann hier jetzt nicht in die Zukunft schauen oder so, aber ich glaube nur, dass weniger als die Hälfte das Tracking ablehnen werden. Und ich sage dir auch, warum. Denn ich gehe davon aus, oder nicht nur ich, sondern ich habe mich da mit vielen Facebook-Advertisern dann eben ausgetauscht und wir sind uns ziemlich sicher, dass Facebook einfach schaut, okay, wie können wir so viele Leute dazu bringen, dass sie das Tracking annehmen. Denn das ist natürlich auch wichtig für Facebook. Und als Beispiel nehme ich jetzt mal hier, du kennst es mit diesen Cookies, wenn du auf eine neue Webseite kommst, steht da erstmal ganz fett, akzeptieren der Cookies. Also ich akzeptiere die immer, weil ich keinen Bock habe, dass es da dann immer steht. Und ich gehe davon aus, dass Facebook etwas Ähnliches da machen wird, wenn sie dazu in der Lage sind. So. Und wenn sie dann zum Beispiel so einen Text wie zum Beispiel, wenn du personalisierte Werbeanzeigen sehen willst, dann nimm das Tracking an, Wahrscheinlich werden die noch ein besseres Wording nehmen. Und dann werden die einen Button ganz fett dahin machen und dann so einen ganz, ganz kleinen ich lehne das Tracking ab. Und das wird natürlich erstmal dafür sorgen, dass sehr, sehr viele das annehmen. Und
Jetzt kommen wir zu einem zweiten wichtigen Punkt, ne? Und der ist nämlich der, ich habe mir jetzt spaßigshalber mal, oder ich habe mir mal den Spaß erlaubt zu schauen, okay, wie viele iOS-User haben wir denn überhaupt in Deutschland? Denn viele Infos, die wir jetzt bekommen, sind natürlich eben aus den Staaten, aus Großbritannien, eben aus dem englischsprachigen Raum. Und im englischsprachigen Raum haben wir ja so ungefähr ein Verhältnis von 50 zu 50. Das heißt, also 50 zu 50 Android- und iOS-User. Ja, also das heißt, wir haben knapp 50% der User, die iOS dort benutzen. So, und dann habe ich mal geschaut, okay, wie viel haben wir denn in Deutschland? Und in Deutschland haben wir ja noch nicht mal 30%. So, das heißt, das muss man ja natürlich auch in gewisser Weise ins Verhältnis setzen. Wir haben über 70% Android-User, nur 30% iOS-User. Gut, jetzt muss man bedenken, es sind jetzt alle in Deutschland. Vielleicht die jüngere Zielgruppe, die dann eben eher Facebook und Instagram nutzt, haben vielleicht ein paar mehr dann eben auch iOS-Geräte. Aber gehen wir jetzt einfach mal von diesen 30% aus. So, das heißt, wir haben 30% iOS-User. Und wenn wir dann noch davon ausgehen, dass ungefähr die Hälfte das Tracking ablehnt, ja, wie gesagt, ich gehe davon aus, dass es noch weitaus mehr als wenige die Hälfte sein wird, dann haben wir ungefähr, sagen wir die Hälfte, haben wir ungefähr 15%, die nicht komplett getrackt werden können. Ja, und das ist dann natürlich erstmal auch beruhigend, wenn man so darüber nachdenkt, wenn man das Ganze in einen Kontext setzt. Okay, sorry, jetzt muss ich an der Stelle sagen, natürlich für die Leute, die jetzt in Deutschland oder sagen wir in der Dachregion Deutschland, Österreich, Schweiz Werbeanzeigen schalten. So gut, wenn du jetzt international schaltest, dann ist es natürlich was anderes. Aber die meisten schalten eben, wie gesagt, hier eher national oder in der Dachregion. Okay, also das einmal dazu. Und das sind natürlich ganz, ganz wichtige Infos, die das iOS 14 Update angeht. Natürlich ist das Ganze nicht optimal. Und im Moment ist es echt eine Katastrophe. Also es nervt einfach wirklich, weil im Moment die Facebook-Ads tatsächlich beeinflusst sind. Einfach deshalb, weil Facebook im Moment testet. Aber das sind natürlich erstmal wichtige Punkte im Zusammenhang zum Thema Retargeting. So, oder beziehungsweise generell iOS 14. So, und jetzt mal zurück zum Thema Retargeting. Denn ein wichtigen Punkt, den viele außer Acht lassen, ist, dass, naja, Retargeting ja schon bei Facebook stattfindet. Denn Leute, die, also auch wenn du diese beiden Quellen nutzt, in den meisten Fällen ist es jetzt Webseite, sagen wir jetzt, wenn du Webseite nutzt, selbst wenn die Leute, die iOS 14 User das Tracking ablehnen, dann kannst du die trotzdem retargeten, einfach weil bei Facebook wird ja abgespeichert, wenn jemand auf deine Webseite kommt, wenn jemand auf deine Webseite klickt, also den Beitrag, mit dem Beitrag interagiert, zum Beispiel auf den Mehr dazu Button klickt. Das speichert ja Facebook ab, das siehst du ja auch in Business Manager, so und so viele Klicks. So, und naja, auch jetzt ist es schon so, aber auch hier kannst du dann zum Beispiel, wenn du auf Facebook-Seite gehst und hier dann sagen wir mal Personen, die einen Call-to-Action-Button geklickt haben oder alle Personen, die mit deiner Seite interagiert haben, was auch immer, die kannst du natürlich immer und immer wieder abholen, selbst dann, wenn sie das Tracking ablehnen. Und auch dafür kannst du Retargeting nutzen. Und das passiert im Moment ja auch, denn Facebook, naja, wenn du mal eine kalte Audience targetierst, dann siehst du, dass du da zum Beispiel eine Frequenz von 1,5 oder 2 hast. Das liegt einfach daran, weil Facebook sieht, wer klickt auf deinen Beitrag, wer klickt gefällt mir, wer klickt auf die Seite, auf den Mehr dazu Button, speichert Facebook ab und zeigt den Leuten immer und immer wieder deine Anzeige, weil Facebook davon ausgeht, dass bestimmte Leute davon sich eben eintragen. Und ich gehe davon aus, dass nach dem iOS 14 Update, nachdem dann die Leute das Tracking zum Beispiel ablehnen, also bestimmte iOS 14 User das Tracking ablehnen, dass bei denen, dass Facebook selbst da bei denen schaut, okay, wie können wir die dann eben durch diese Beitragsklicks auf Facebook wiederum abholen? Und das wird für die dann noch mehr Gewicht haben. Jo, also das einmal dazu. Im Endeffekt sage ich ja auch immer, nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Ich meine, wenn wir uns jetzt mal daran erinnern, vor 2 oder 2,5 Jahren, dieses ganze Thema mit der DSGVO. Also ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Ich auf jeden Fall aus der Versicherungsbranche und ja, da war große Hysterie, Panik und bla bla bla. Aber im Endeffekt jetzt, wenn ich ganz ehrlich bin, also mich hat es kaum beeinflusst. Also gut wie gar nicht. Ich meine, gut, man ist jetzt vielleicht mal ein bisschen vorsichtiger, schaut, dass man nicht abgemahnt werden kann und so weiter und so fort. Aber im Endeffekt einfach Wayne. So. Ne? Und ich sage jetzt nicht, dass es gleich jetzt mit dem iOS 14 Update sein wird. Ich gehe schon davon aus, dass es einen Einfluss haben wird, aber wie gesagt, dieser Einfluss wird jetzt auch nicht riesengroß sein, gehe ich von aus. Und deswegen warten wir einfach mal ab, wie entwickelt sich das Ganze, aber einfach aus diesen Informationen, die du jetzt auch aus diesem Video nehmen konntest, merkst du ja schon, dass dieser Spruch mehr oder weniger wahrscheinlich zutreffen wird, es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird.
Also, das einmal dazu. Hast du dazu irgendwelche Fragen? Schreib sie mir gerne unterhalb des Videos in die Kommentare. Ansonsten, wenn du jetzt mal mit mir über deine Facebook-Ads sprechen möchtest, wenn du mal möchtest, dass wir uns da mal austauschen, kannst du mir gerne eine Instagram-Nachricht schreiben, ThomasXLF, oder du findest auch unterhalb des Videos in der Videobeschreibung einen Link, wo du dich dann eintragen kannst. Und dann werde ich mich bei dir melden. Ja. Falls dir das Video gefallen hat, gib gerne einen Daumen hoch. Lass ein Abo da, damit du keine weiteren Videos mehr verpasst. Natürlich auch zum iOS 14 Update, aber auch generell zum Thema Facebook Ads. Jo. Ich denke, an der Stelle habe ich dann dazu alles gesagt. Wie gesagt, wenn du Fragen hast, gerne unterhalb des Videos in die Kommentare. Ich freue mich, dich dann im nächsten Video wiederzusehen. Bis dann, hau rein. Ciao.